Ja Mensch, es ist schon wieder Zeit und los geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zur nächsten Folge von Satisfactory. Und wir sind immer noch fleißig dabei, unsere Motoren langsam ans Rennen zu bringen. Und dafür habe ich hier tatsächlich ja schon mal angefangen in der letzten Folge. Ne, da unten werden jetzt fleißig Rotoren gebaut. Jetzt kommen wir hier oben zu den Statoren. Und ja, mal schauen, wie weit wir kommen. Wir brauchen eigentlich nur Kohle, Eisen und Kupfer, das heißt drei Eingänge. Und die werde ich zur Abwechslung, glaube ich, mal hier an die Seite ranbauen. Ganz unkonventionell. Denn ich habe hier uns hier oben ein bisschen mehr Platz geschaffen. Habe hier quasi nochmal einen Überbau rangesetzt. Das passt hier, ne? Also als wäre es gewollt. Alles genau nebeneinander. Das Ganze hier rüber gezogen. Denn mir ist aufgefallen, wir werden auch noch mehr Rotoren brauchen. Wir kommen mit zwei kompletten Linien nicht aus. Ich könnte eine Seite 50% übertakten, aber ich glaube, das will ich gar nicht. So, mal gucken, ob der mittlerweile soweit ist und alle vorgelaufen sind. 500. Noch nicht ganz. Gut, du kriegst dann den Rest so aufgestockt. Und ihr seid wahrscheinlich auch alle fertig, ne? Naja, fast. Das heißt, wir können jetzt hier die zweite Linie in Betrieb nehmen. Ah, der ist auch fast durch. Und entsprechend müsste es hier aussehen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na komm. Hürden, Dings hier, Bock springen hier. Das heißt, du kriegst jetzt Strom. Super gut. Zack und zack. Und dann läuft die zweite Reihe Rotoren. Wir produzieren damit jetzt insgesamt 8. Wir füllen hier einmal auf, damit das hier gar nicht erst zu schnell wieder leer läuft. Und dann kicken wir mal. Ne? Also wie gesagt, wir haben jetzt erstmal 8 in Produktion. Also, ja, 8. Ne? Wir brauchen aber 10, um das Ganze voll auszulasten. Und so hätten wir halt einen leichten Überschuss, den wir nachher ins Lager abführen können. Und, ja, war Quatsch. Das ist ja die zweite Reihe. Und wir hätten dann trotzdem alles. Rotor, Stator und so weiter. So, jetzt aber erstmal zu unseren Rotoren. Dafür müssen wir erstmal ein bisschen. Ja, wir brauchen Kupfer und wir brauchen Stahl. Das heißt. Nee, erstmal, wir fangen, glaube ich, hier mit der Wand tatsächlich an. Das macht am meisten Sinn. Wir brauchen entsprechend auch drei Eingänge. Und ich wollte das hier hinklatschen. Ist das richtig rum? Nein, so rum muss es. Es kann von der Sache her, da drüben ist die Tür, auch ebenerdig hier reingeführt werden. Das ist überhaupt kein Ding. Und dann würde ich sagen, fangen wir vorne doch erstmal mit dem Stahl an, oder? Ich meine, haben wir die beiden gleich weg und dann kann hier hinten lang das Kupfer von mir aus laufen. Das heißt, einmal eine Gießerei. Die machen wir gleich so hier vorne ran. Wir müssen auch, glaube ich, nichts aufteilen tatsächlich. Zack, das wird dann Kohle und Eisen. Der soll dann Stahlbahnen machen. Und der spuckt dann wie viel aus? 45 Teile. Und wir brauchen Kupferrohre. Die sind auch recht zügig, recht easy produziert. Wir können ja tatsächlich dicht auf dicht. Bah, so dicht können wir nicht bleiben. Okay. Konstruktor, noch ein Stückchen da hinten. Kriegen wir dann nachher noch die Wand ran? Ich hoffe. Wird schon werden. Zack. Dann würden hier Stahlrohre produziert. Da kommen 20 Stück raus. Und wir brauchen 30 Barren. 45 Barren, 30 Barren, alles cool. So. Ja, 20 pro Minute. Und wir brauchen, ich stelle mir mal einmal hier einfach nur einen hin. Für einen Stator brauchen wir nur 15. Wir könnten gleich doppelt so viele produzieren. Dann haben wir 5 Statoren. Und wir brauchen schlussendlich aber für die Motoren 10 Statoren. Das heißt, wir müssen das Ganze im Doppelpack bauen. Das ist natürlich doof.
Das wirft meinen ganzen Plan ja gleich einmal hinüber. Und wir haben hier gleich nochmal eine Gießerei daneben. Ich muss dringend mal nachgucken, ob ich überhaupt so viel Eisen da auf der Lane habe. Ich befürchte fast, das könnte langsam ein bisschen eng werden. Na, passt das dicht auf dicht? Ja, wunderbar. So, dann können hier hinter... Ach ne, dahinter brauchen wir gar keinen Manufaktor. So, die bringen wir dann hier erstmal wieder zusammen. Förderbandfusionator. Wohin leite ich die weg? Nach hier, glaube ich. Ja. Na, so passt's. Zack daran. Zack daran. Und das war schon das erste Mal Quatsch, weil der eine muss nach links gehen. Dum dum. Der Müller hat wieder spitze aufgepasst. Da musst du hin. Zack. Und du dahin. Du dahin. Und tada. Brauche ich jetzt schon die Manufaktur? Ich weiß es doch auch nicht. Ja doch, ich muss einen Manufaktor bauen, denn... Nee. Nee, 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 nee. Achso, ja, du machst Stahlrohre. Und du machst auch Stahlrohre. Das weißt du auch schon. Sehr schön. So, jetzt habe ich hier viel zu viel Stahlbarren tatsächlich. 45, 90 und ich brauche gerade mal 60. Was mache ich denn aus dem Übrigen? Ich könnte noch einmal Stahl produzieren, oder? Wenn wir oben eh schon hocken. Produziere ich noch einmal Stahl oder? Nee. Wenn ein leichter Überschuss ist, ist das gar nicht weiter wild. So, das heißt aber, das hier muss nochmal umdisponiert werden. Wie machen wir das? Das ist ja jetzt ganz doof. Vor allem, weil das so eng auf eng ist. Braucht 2x2 Splitter. Wir versuchen mal Folgendes. Von da kommt's rein. Oh Gott, ich hätte nicht so eng bauen sollen. Schon fällt mir das wieder auf die Füße. Ist das nicht toll? Einmal mal so. Und dann machen wir einmal. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Moment. Bümerstosch. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wisst ihr das? Und zwar nicht zu knapp. Ich fühle mich gerade echt dumm. So weit rüber dürfen wir nicht. So, dann gehst du hier. Du gehst, wenn es geht, da. Sehr schön. Das heißt, du kannst... Ne, das war zu erwarten. Ich muss ja irgendwie hier den Scheiß auch noch lang gefrickelt kriegen. Ich ziehe hier, glaube ich, erstmal eine Wand. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich weiß es doch auch nicht. So, so, so. Zack, stellt er sich direkt wieder glatt an. Und ja... Ich habe genug Platz, ich habe das gelesen. Aber ich geize gerne. Zumindest was sowas angeht. Bei sowas. Ne? Irgendwie schön auf wenig Platz viel schaffen. Das finde ich total gut. So, Förderbandsplitter. Dann können wir erstmal hier ein bisschen weggehen. Und können das so machen. Dann machen wir hier einmal eine Wandhalterung dran. Schön an die Scheibe, ist auch Quatsch, ne? Das ist ja uncool. Aber gut. Geht das? Natürlich nicht. Das ist zu steil. Und dann gehen wir hier ran. Zack. Zack. Das geht. Dann gehst du hier. Und du. Ah, jetzt. Ach ne, ich war nur im Weg. Sehr gut. Du da und du da.
Sehr schön. Brauche ich noch so einen blöden Turm? Ja, ich brauche noch so einen blöden Turm. Es macht keinen Sinn, aber ich mach's. Da da eh nur ein Ausgang ist, geht das eh alles da rein. So, wie habe ich den hier gestellt? Steht der mittig? Der steht ziemlich mittig, ne? Ja, so machen wir das. Zack, zack. Und da, nach da, von da, nach da. Und dann von hier nach da, von hier nach da. Ist doch herrlich. So sieht das schön einheitlich aus. So gefällt mir das. Gut, muss dann nur noch ein Anschluss ran. Und dafür gehen wir nochmal runter. Und boing. So, hier müssen wir. Haben wir hier Eisen und Kupfer? Ich weiß das gar nicht. Die Frage ist, haben wir genug Eisen? Ich glaube, Eisen wird langsam eng. Ich sollte mal die zweite Line hier ranholen. Obwohl. Sieht Eisen gut aus, oder? Ich meine, solange das hier drin stehen kann, ist doch eigentlich alles Tulli. Kann gar nicht zu viel abgenommen sein. So, das heißt. Wir bringen die beiden jetzt erstmal da hoch. Wie auch immer ich das mache. Ich glaube. Lass mal das einfach einmal. Ne, das ist das Kupfer. Falsche Line. So. Dann gehst du nach da. Und du nach. Gucken, dass ich die richtige erwische, ja. Zack, ich hoffe, das passt. Und dann brauchen wir noch einen Förderbandsplitter, der uns das Ganze hier rüberschaufelt. Einen hier und einen da. Jetzt muss das nur noch irgendwie passen. Ungültige Bauform, ist auch interessant. So, zum einen ist der ein bisschen versetzt. Zack. Weiter hier rüber. So. Von der Sache her ist man nicht schlecht. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ach komm. Förderband hat eine ungültige Form. Was wäre denn in dem Fall eine gültige Form? Achso, ich hab den falsch genommen. Ha. So. Und dann passt es auch. Und du bist ein zu tief tatsächlich. Dann nochmal. Zack. Passt es so? So passt's. Aber auch leicht versetzt. Der muss ein bisschen weiter nach links. Zack. Jetzt bin ich glücklich. Das ist ja sehr schön. Passt ja alles auf Anhieb. Super. Und jetzt stehe ich hier vor dem Problem, dass hier natürlich Kupfer ist. Ne? Wie mache ich das? Da liegt Kupfer drauf? Ja, da liegt Kupfer drauf. Okay, dann mache ich das hier lang. Wohl oder übel. Ein Splitter. Muss ich überhaupt einen Splitter machen? Ja, ich muss einen Splitter machen. Und da sollst du nicht hin. Da sollst du hin, genau. Und zwar schön parallel. So, dann wieder mit dem Förderband hoch. Ach komm, ehrlich? Was? Achso, zu teuer. Ja, gut, das kann man natürlich sagen. Ach, der Ragnar ist wieder nicht vorbereitet. Als würde man es nicht kennen. Mach erstmal Licht an hier. Nie klappt das mit ihm da hochspringen. Irgendwie ist Springen auf dem Förderband immer kacke. Merke ich immer wieder. Scheiße, noch eins. Die roten Lichter, da irritieren mich auch dezent immer wieder, ne? Nervt ein wenig. Dass ich hier immer noch so rennen muss, nervt mich noch viel mehr. Meine Güte, wird Zeit für eine Zentrallage. Dieses Gerenne geht mir auf den Zünder. So, 1, 2, 3, 4, 5. Naja, komm, den können wir gut. Machen wir jetzt das Deck noch voll.
Und dann weiter geht's. In unserem kleinen Vorhaben. Ich glaube, wir könnten heute sogar fertig werden mit dem Ganzen, oder? Ich glaube, eine Stunde, das ist doch machbar. Wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde übrig. Das wird doch was. So, dann... Quatsch, muss ich doch gar nicht. Ich hab das doch hier. Jetzt muss das nur noch auf die richtige Höhe gebracht werden. Das könnte die sein. Und nach daran. Und dann ist das doch wunderhübsch. Das ist ja der Shit. Das Kupfer muss nachher irgendwie woanders lang. Möchte ich einfach mal behaupten. Ich sollte mir Konzepte in meiner Bauform hier haben. So. Das haben wir fertig. Das heißt, wir können hier jetzt Kupfer daneben legen. Brauchen wir gar nicht so viel. Wir brauchen nur genau. Schmelzofen. Auch hier hin. Ich muss da nicht noch mal ran, glaube ich. Ja, aber so. Ich darf den Platz nehmen. Ja, das geht, oder? Das sollte gehen. Wir stellen hier einfach noch mal zack, so ein Teil auf. Dann legen wir uns hier so eine das Förderband einfach rüber. Zack. Und gefällt mir das? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Wie nah kann ich denn da ran? Kann ich so nah ran? Wahrscheinlich nicht. Halbe Platte wird es wohl brauchen. Ja. Aber ist okay. Da kann man drunter durchlaufen. Dann komme ich hier im Zweifelsfall ohne Schere. Ich kann auch hier drunter laufen. Scheißegal, läuft jetzt so. So, du machst bitte Kupfer und ihr könnt alle schon mal Strom haben. Scheißner 1. Hm. Ich von hier Strom? Nee, ich will von unten Strom, oder? Wo liegt denn da der Strom an? Wahrscheinlich hier in der Ecke. Ja. Unter anderem. Ja, da kann ich auch sauber rumliegen. Das ist doch herrlich. Wände. Ich weiß, ich habe eine Wände gebaut, aber irgendwie. Also ich mag diese Quickslot-Last-Tasten tatsächlich doch gar nicht so gerne. Man kommt da nicht so richtig schnell zurecht mit. Ne, ich muss halt immer erst rausgehen, dann kann ich mich durchscrollen und dann irgendwann, ja, passt das halt. Aber irgendwie will das nicht so recht, wie ich will. So, dann holen wir uns Strom von unten. Gut. Ab runter. Na komm, jetzt geh mir nicht auf den Zünder hier. Meine Güte. Zack. Irgendwie sieht das kacke aus. Irgendwie will ich das so nicht. Ich lege mir da mal sowas hin. Zack. Ich hoffe, man sieht es nicht. Ich gucke mal von draußen. Nö, gar nicht tatsächlich. Ehrlich. Dann lege ich das nämlich einfach da die Wand hoch. Und dann sieht man den Scheiß überhaupt gar nicht. Der ist ja super. Ach, ich habe es aber an einer Wand dran liegen, ne? Ja. Jetzt ziehe ich den hier auch gleich hoch. Na komm. 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 So passt's. Passt es so? Ja, müsste. Gut. Und runter damit. Durch die Wände durch wäre total gut, oder? Aber nein. Na. Zack. Ja gut, sieht man immer noch ein bisschen, aber nicht so doll tatsächlich. So kann ich damit gut leben. So gefällt mir das. Schön, schön. Dann können wir jetzt Strom verlegen. Hier muss eine Tür rein. Ach komm. So, wo habe ich denn meine Wände? Da habe ich meine Wände. Tür links, Tür rechts und das müsste Tür rechts sein, ne? Ja. Feini. Und der Rest kommt wieder. Glas. Ich mag ja Glas.
Glas ist eine feine Sache. Alles richtig rum, alles richtig rum. Sehr schön. Dann hier wieder zum Strom. Wo auch immer er ist. Da ist er. Zack. Genug WDs. So, noch WDs. Weil anders geht nicht. Zack, zack. Du mach da und du mach da. Du mach da und du nach da. Fertig. Als hätte ich so gewollt. So, dann machen wir wieder alle zwei einen Plümpel hier. Das passt dann aber auch nicht. Also wie ist das denn? Ja, dann muss der eine halt länger. Wie sehr hängt das durch? Ja, erträglich weit. Kann ich mitarbeiten. Kann ich mitarbeiten. Zack. Zack. Und dann machen wir runter. Und jetzt kommt's. Passt nicht. Doch, passt. Sehr schön. Herrlich. Zack, 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 zack. Und dann können die hier schon wieder ran. Komme ich hier eigentlich irgendwie hoch? Ja, sehr schön. So, hier und zwei weiter. Kommt dann noch einer. Zack. Und dann ist das doch schicki. So, dann kommt erstmal nur ihr beiden dran. Ihr kommt an den hier. Einmal du und einmal. Ach komm. Schon dran? Nein. Und einmal du. Dann stehe ich hier mit dem Mann. So, dann können die schon mal anlaufen. Die machen den dann hier gleich voll. Rödel, rödel, rödel. Och, das dauert so lange, ey. Aber gut, laufen mit voller Effizienz. Das ist erstmal okay. So, dann brauchst du auch Strom. Du kannst den eigentlich von hier kriegen. Das steht überhaupt gar nicht. Wir haben hier tatsächlich noch eine ganze Menge Platz. Voll gut. So, und dann kommt da noch ein Konstruktor neben. Produktion, Konstruktor. Und gleich den nächsten. Und so. Oh, das wird eng. Das wird eng. Ja. Schade. Hätte ich einen weiter bauen sollen, aber okay. Leben wir mit. Ja, so geht's. Sehr schön. Du kannst schon mal Kupfer herstellen, wie ein Blöder. Ich könnte hier noch viel mehr Kupfer machen, aber okay. Druff hier schissen. So, das ist hier Fusionator, Fusionator, Fusionator. Das kriegen wir auch alles über ein Band. Das heißt, wir können hier einfach noch einen hinstellen. Der von da kommt. Und den das hier rüber rocken lassen. Zack. Und dann können wir hier schon unseren Manufaktor hinsetzen. Super gut. Wo ist er? Da ist er. Und haben da hinten noch elendig viel Platz. Aber wirklich elendig viel. So. Hau ich da einen Container zwischen? Nee, hau ich nicht. Machen wir einfach so. Ach komm, das will. Nö, 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 nö. Da frickel ich jetzt. Also. Das möchte ich ja noch gerade haben. Zack, und dann kommt das da alles rein. Feini. Ach, das könnte ein Problem geben, ne? Das könnte ein großes Problem geben. Denn wenn irgendwas verstopft ist, dann kommt das da nicht mehr weiter. Das lassen wir mal. Das machen wir nicht so. Wie läuft denn das, wenn ich das jetzt hier... Nee, das sieht auch scheiße aus. Das heißt... Guck mal, das einmal mit denen. Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Willst du mich rollen oder was? Zack. Och, nö. So auch nicht. Wie will ich's denn? Will ich's so? So will ich's. Dankeschön. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal.
Ach nö, warum sollst du mir auch eine Leitlinie anzeigen? Das wäre ja zu einfach. So, und so, und so, und so. Und dann passt das auch. Sehr schön. Du kannst von mir aus auch schon Strom haben. Ja, was brauchst du eigentlich? Stator. 5. Ach, Moment mal. Du brauchst Draht. Du machst Draht und das werden 30 Teile. Du brauchst aber 40 Teile. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich noch einen Konstruktor und hier einen Split dazwischen. Das ist ja ein Ding. Dum dum. Und jetzt kriegen wir da keinen Split dazwischen. Na, wie ätzend. Wie ätzend. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Oh, passt das? Bitte lass das passen. Ja, das passt. Kriegen wir da jetzt noch einen Splitter hin? Weil du haust da wie viel raus? 30 und du brauchst 15. Perfekt, das ist ja wie geleckt hier. Jetzt muss da nur noch ein Splitter hinpassen. Förderband Splitter. Da rein, richtig. Oh, das ist ja jetzt. Wer es gewollt? Jetzt kannst du hier. Nein, es passt nicht genau. Ach komm schon. Ach komm schon. Kriegt ihr noch ein kleines Stückchen da hinten? Ich glaube, mehr ist nicht drin, oder? Ich habe mal wieder nicht nachgedacht. Gut, oder? Richtig gut. Aber ich kann nicht einmal ein Stückchen da hier versetzen. Oder kann ich die noch da versetzen? Nein, noch da ist nicht mehr drin. Das heißt, es steht wieder genauso und es passt immer noch nicht. Gut. So also nicht. Ich schmelze dich aber eigentlich auch keinen rüber. Dann geht das hier halt alles ein Stückchen nach hinten. Gar nicht so schlimm. Der kommt nämlich hier in Fusionator ran. So. Dann machen wir so. Na, kann ich nicht weiter rüber? Ne. Einen so. Einen so. Dann kann ich hier immer noch locker langlaufen. Alles gut. Genug Platz? Ja, genug Platz. So. Förderband Splitter. Ein von hier. Da ist die Leitlinie. Ein hier hin. Und ein dahin. Ach, scheiße, der sitzt falsch. Fusion da Splitter. Von da kriegst du. Und ach, da gibst du. Sehr schön. Du dahin. Du dahin. Du. Ja, passt zumindest irgendwie dahin und du bist aber gerade. Ja. Sehr schön. Den Scheiß da hinten muss ich nicht sehen. Alles cool. So, habe ich noch irgendwie Kupfer jetzt im Inventar? Natürlich habe ich das. Wie voll bist du mittlerweile? 68. Gut. Stoppen wir gleich hier rein. Gut, und dann können die auch Strom bekommen. So, dann haben wir genug Kupfer für den einen hier zumindest. Der dann 5 herstellt. Irgendwie habe ich hier noch nicht alles so richtig durchdacht, habe ich das Gefühl. Irgendwas läuft hier gerade schief. Moment. Ich brauche 15 Rohre und 40 Draht. Und ich mache hier 40 Rohre und ist auch Draht und 60 Draht. Ich brauche noch einmal Draht mehr. Dann kann ich den hier einfach übertakten. Ich brauche noch etwas extra Draht. Ich glaube, ich reiß den ganzen Müll hier nochmal weg. Und dann kommt das nämlich alles ein Stückchen nach hinten.
Ne? Also das hier kann ja ruhig laufen. Das ist ja überhaupt kein Ding. Das kommt alles weg. Und wir brauchen nämlich schlicht und ergreifend Kupfer. Weg, 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 weg. Kann das hier erstmal langlaufen. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen Luft. So. Das kann auch weg. Und du kannst dann auch erstmal weg. Das ist nämlich völlig unnütz. So, dann gehen wir erstmal bis hier. Zack, wo ist hier unser... Ich wollte gerade sagen. Machen wir nicht? Doch, machen wir. So, jetzt brauchen wir hier zwei Schmelzen. Um das mal klar zu kriegen. Ich hätte auch einmal den einen Schmelzofen übertacken können. Ach Mann, ey. Manchmal stehe ich auch echt auf dem Schlauch, oder? Egal. So. Dann haben wir hier eine Schmelze, zweite Schmelze. Logistik. Förderband Splitter. Du kriegst von da und gibst nach da. Das wäre auch cool. Ist der eine höher als der andere? Das ist ja interessant. Naja. Kleinigkeiten. Auf dem Weg zum Ruhm. Und du kriegst von da, ist auch okay. So. Was ist hier jetzt passiert? Nochmal das Ganze. So. Nach da. Nach da. Und du darfst das da einmal reinschaufeln. So. Jetzt können wir hier Kupferbahn machen. 30, 60. Und hier Konstruktoren. Die können wir ruhig ein bisschen rübersetzen. Wir haben genug Platz. Richtig rum werden anfangen. Na, ich will da mit dem Förderband vorbeikommen. 1, 2. Du sollst machen Draht. 30. 60. Und dann brauchen wir noch einen. Dann haben wir 90. Und damit dann auch genug. Ich kann das hier auch. Moment. Da haben wir doch mal eine Idee. Ich lasse es an der Wand langlaufen. Zack, 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 zack. Dann kannst du hier weg. Und wir setzen uns da einfach eine Wandhalterung hin. Und dann können wir etwas weiter rüber. Na, ich habe Zweifel. Ich habe berechtigte Zweifel. Dann machen wir es so. So, ist eh noch auf Höhe der Schmelze, da ist das nicht so wild. Zack. Und dann bist da. Zack. Und dann können wir nämlich genau gucken, wie viel Platz wir für die Konstruktoren haben. Okay. 1 und 2 und 3. Ach scheiße, ich muss die erst mergen und dann splitten, ne? Das ist ja ärgerlich. Obwohl, nee, muss ich gar nicht. Ich kann dich einfach da hinsetzen und die eine kriegt doch die beiden versorgt. Das ist überhaupt kein Ding. Förderband Splitter. Das ist ein Fusionator, oder? Nee, Splitter. Wo kommt er rein? Von da. Gut. Einen so. Und einen so. Und dann passt das. Denn der hat genug Power, um die zu versorgen. Ach, es ärgert mich, dass ich da mit der Schnecke vorne nicht dran gedacht habe. Ne? Also das finde ich echt ein bisschen assi gerade. Aber gut. Warum mache ich das jetzt so? Ich kann das auch so machen. So, spuckst das denn nach da aus? So, hier können wir uns den Platz sparen. So, machen wir mittig. So,
Und so. Ach, scheiße. Ich denke auch manchmal von 12 bis Mittag, ey. Meine Fresse. So, nach da sollst du es rausgehen. Und du ebenfalls. Danke. So, so, so. So. Du nach da, du nach da. Und jetzt sollten wir genug haben, um hier zwei Manufaktoren ans Rennen zu kriegen gleich. Ist doch herrlich. Oh, sind wir auch ganz hinten. Meine Fresse. Hätte ich nicht erwartet, dass wir tatsächlich so viel Platz brauchen. Ach, da gehe ich immer noch ein rüber. So. So, sehr schön, sehr schön. Machen wir hier noch die Wände ran. Zack. Zack, da oben lassen wir offen. Das habe ich schon mal angefangen. Da will ich ja irgendwann die ganze Dings durchleiten. Die ganze Produktion, damit das von da aus dann ins Hauptlager geleitet werden kann. Sprich, hier wäre das gar nicht so weit, da ich hier ja den Main Bus so ein bisschen habe. Oh, scheiße, das war dumm. Ne? Und von hier wird das ja überall hingekarrt. In dem Fall der nach hier. Sieht echt cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Bahnstation, wo alles zusammengefrickelt wird, aber okay. Anderes Thema. Brut, brut, brut. Eben so lang. So. Ach, Strom machen wir nachher. Muss ja alles noch nicht am Rennen sein, heute. So, dann brauchen wir jeweils zwei Splitter. Förderbahn-Splitter. So, der hier sitzt mittig. Sehr schön. So, dann bauen wir den. Du kriegst von da und du kriegst von da. Du gehst hier ran. Und du kriegst noch so ein Ärmchen hier. Vielleicht bis hier hin? Bestimmt. Ah, wird eng, wird eng, wird eng. Ne? Ach ne, muss ja daran. Alles cool. So. Dann gibst du einmal nach da und einmal nach. Natürlich nicht. Warum auch? Und du kannst wahrscheinlich weder nach da noch nach da. Ja. Scheiße. Muss also alles ein Stückchen nach hinten. Das ist ärgerlich. Fusionator Splitter. So, kriegt beide von da. Habe ich jetzt drei gebaut. Ja. Und jetzt passt das hier wieder nicht. Das ist doch alles zum Brechen. Du sitzt doch falsch rum. Warum sitzt du falsch rum? Komm mal klar. So. Passt trotzdem nicht. Ach Mensch, dann machen wir es hier auf eine Höhe. So und so. Dann kriegst du von da und du von nicht da. Schön, wenn es nicht läuft. So. Muss dann halt so. So. Dann gehst du nach da und du nach da. Und ihr beide. Geht ja gerade rüber? Ja, ne? Ne, nicht ganz. Schade. Na gut, machen wir auch hier leicht versetzt. Du kriegst von da, kriegt ihr beide. So, da. Ach Mann, ey. So, wenn es einheitlich ist. Du lieferst darüber, du lieferst darüber, du lieferst nach. Du bist da, hinten, gut. Nach da und du lieferst nach da. Und dann sollte das eigentlich alles laufen. Starthorn. 10 Stück. Und Starthorn. Auch 10 Stück. 5 Stück meine ich. Warum mache ich mir das so schwer? Warum übertakte ich nicht den einen? Übertakte ich einen? Oder lasse ich das so stehen? Man ist eigentlich gejuckt viel gesprungen, oder? Die fressen halt echt viel Strom. Was nimmt der?
Steht das irgendwo? 15 Megawatt. Naja, das geht noch. Ach, wir lassen das jetzt so. Passt schon. So, hiervon stelle ich jetzt hier. Du machst Draht. Du machst auch Draht. Und du machst auch Draht. Damit haben wir eine Produktion von. Wie schön. 90 Draht. Ein Bedarf von 80 Draht. Sehr schön. Ihr macht fleißig Kupfer. Irgendwann zumindest. Ist auch schon mal Kupfer hier reingeballert. So. 30 Draht pro Minute. Moment. Ne, 15 pro Minute. Und wir haben insgesamt 60 pro Minute, die wir herstellen. Sehr schön. Das ist also auch voll ausgelastet. Und damit wären wir dann hier. Guck mal her. Und du hier auch gleich. Kannst dann weiter fleißig machen. Damit befüllen wir jetzt einmal gleich die hier. Zack. Und hier auch gleich. Zack. So, dann haben wir 20 und 40 Eisenrohre. Und wir brauchen. Das sollte passen, oder? 15 pro, alles cool, passt auch. Damit stehen die Statoren. Sieht mal wieder alles ein bisschen Kuddelmuddel aus. Also es gefällt mir nicht ganz so gut wie der letzte Aufbau, nicht mal annähernd. Aber es läuft und es ist genug. Ich habe hier ein bisschen Platz, um mir das alles seitlich anzugucken. Das ist auch gut. Ich kriege jetzt nicht nochmal irgendwas rein, das ist ein bisschen schade. Das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Obwohl, ich könnte hier so ein bisschen Überstand machen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Habe ich eine Idee? Vielleicht habe ich eine Idee. Mach mal ab. Fünf. Ach Quatsch. Das war mal die 5. Jetzt ist die 8. Ich könnte hier noch mal ein bisschen was ransetzen. Was ist das für eine Nummer? So, so, so. So, so, so. Boah, etwa 3 Platten tief. Dann brauche ich hier kein drittes Stockwerk. Das wäre total geil. Bauen wir da nachher Stützen drunter. Das wird super. Das wird super, super. Was für ein unförmiges Gebäude. Voll geil. So. Sagen wir hier runter. Schwuppdiwupp. So. Und jetzt muss ich mal einmal gucken. Hier haben wir sie. Pillar top. Zack. Einfach drunter geflanscht. Und zack. Zack. Pillar Base. Zack. Und das gleiche machen wir hier hinten. Damit das irgendeinen statischen Sinn ergibt. Jetzt ist das Grünzeug hier natürlich im Weg. Ne? Wie ärgerlich ist das denn? Ärgerlich. Nö. Nö. Ich glaube, ich kann damit leben. Es geht da ein bisschen rein. Aber das ist optisch okay. Man sieht halt nicht, dass es sich daneben randrückt. Ja, cool. So will ich das. Und dann könnte ich hier tatsächlich noch eine Treppe hochbauen und hätte nochmal eine Tür. Also irgendwo hier zumindest. Komme ich da hoch? Ha, geil. Wie gut ist das? Dann habe ich das hier gleich wieder eingelevelt. Oh, wie geil. Das ist ja der Shit. Manchmal freue ich mich wie Bolle, ne? Zack, zack. Zack, zack.
Zack, zack. Warum mache ich nicht gleich drei? Ich brauche eh drei. Weil ich jetzt schon wieder keinen Beton mehr habe. Na gut, dann eben nicht. Wie lange haben wir noch? Oh, wir haben noch eine Viertelstunde. Das ist ja schön. Dann kann ich da tatsächlich noch Wände rumbauen. Und ich kann auch noch verkabeln. Wup, wup. Ich muss hier dringend mal irgendwie irgendwelche Hallen fertig machen. Sieht ja aus wie Fuß. Wie ist mit Eisenplatten? Was haben wir da noch? Nix. Nix ist zu wenig. Ja doch. Bisschen was. 200. Ja, bevor wir gleich wieder losrennen. Nehmen wir nochmal 200 mit, wa? Zack. Produzieren aber auch langsam. Meine Güte. So, dann bauen wir das noch fertig. Verkabeln das alles noch schick. Da komme ich nicht lang. Das ist schade. Aber da kann ich mir bei Zeit nochmal eine Brücke rüber bauen, oder? Und alle. Hepp. Boah, das ist so geil. Jetzt hätte ich es gemessen, ey. Ich glaube, ich mache hier sogar so eine Rampe hoch. Ja, was mache ich? Macht da so eine dicke Sinn? Ne, so eine dicke ist scheiße. So eine dünne kommt nicht hoch genug, ne? Das ist ja ärgerlich. Guck mal so. Was? Nicht genug Freiraum? Was ist denn da ein Weg? Ach, die. Oder die. Ich glaube die. Guck mal. Zack. Das ist super. Zack, dann kommen wir oben rein. Bringt mir aber nichts, weil das hier nachher alles voll ist. Ah, das war die falsche Ecke. Shit. Ne, die wollte ich nicht. Die wollte ich. Ne, die wollte ich auch nicht. Das war dumm, Markus. Die wollte ich. Muss also hier hinten irgendwie hin. Ja, wir gucken. Wir gucken. Jetzt nicht. Jetzt wollten wir hier weiter Wände lang bauen. Zack. Können wir nachher auch noch wieder einreißen. Ist ja nicht das Ding. Zack, zack, zack. Haben wir tatsächlich hier hinten so ein fettes Fabrikgebäude stehen. Das finde ich total geil gerade. Das ist vor allem eine ganz schön große Halle. Ich glaube, bisher die größte, die wir haben, tatsächlich. Oh, das war ein zu hoch. Zack. Aha, ich höre schon wieder Leute meckern. Nimm die hintere Maustaste, ich dreh durch. Ja, ich kann es verstehen. Aber ich habe es in den Kommentaren schon geschrieben, ich hasse es einfach, die mittlere Maustaste zu benutzen. Ich weiß nicht warum. Es ist mir tatsächlich ein Rätsel, aber es stammt vielleicht noch aus der Zeit, als es keine drei Maustasten gab. Ist schon ein Weilchen her. Ist schon ein ganzes Weilchen her. Und dann lebe ich noch im Osten, das ist schon viel weniger lange her. Na, richtig rum, danke. Warum habe ich da nicht gleich drauf gebaut, ey? Das nervt mich jetzt schon. Manchmal nervt mich meine eigene Blödheit. Na los, wir kommen da oben rauf. Ja, super gut. Zack, zack, zack. Wenn wir schon mal hier stehen, können wir gleich verkabeln. Ach komm. So. So, so, so. So, so, so. Ach komm schon, jetzt fehlt mir echt Draht. In einer Halle, in der ich Draht produziere? Ernsthaft? Also in einer Halle, in der ich Draht produzieren will. Ah, jetzt habe ich hier die Mauer. Ah! Ach komm, leck mich. Scheiße. Manchmal ist es auch echt verhext. So, Draht haben wir da ganz hinten. Leck mich fett, ey. Meine Güte. Low Forest am Arsch der Heide. Ne, weg soll das nicht. Welchen haben will ich? So. Und weiter geht's. Oh, es wird hier so Zeit für ein Lager, ey. Ist das alles hässlich. Wo ist ein cooler Kontrast auch irgendwie, ne? Hier alles relativ geordnet da drüben. Und hier so die Anfänge. So hat er mal angefangen. Der Idiot. Nix konnte er. Er kann jetzt nicht viel mehr, aber es ist immer noch nichts. Also, ein bisschen mehr als nichts. Also fast nichts.
Ich kann manchmal fast rechnen. Jetzt komm da hoch, du Assi. Lass. Geht doch. So, jeden zweiten. Oh, als hätte ich es gewollt. Perfekt. Darüber, darüber und darüber. Jetzt kriegt ihr erstmal ihr beiden Ströme. Könnt ihr schon mal loslegen. Ach, eigentlich können alle loslegen. Was? Was war denn das für eine Nummer? So, die haben beide Strom. Und hier brauchen wir einmal mehr Strom. Na, wie scheiße ist das denn? Da brauche ich da nochmal ein. Aber da kommt die Decke hin. Scheiße! Was sollen die? Die Mark 2 habe ich noch nicht. Hm. Wie stelle ich denn das am dümmsten an? Wie sieht's hier aus? Da ist zu wenig Luft. Wieso habe ich die Mark 2 eigentlich noch nicht? Oder habe ich die schon? Ne, Mark 1. Ich glaube, die kriege ich in der MAM, oder? Ich guck mal gerade nach. Und ich mal einmal fix den Mark 2 und dann ist gut. Darf ich die hier erforschen? Elektroschnecke hier nicht. Hier auch nicht. Irgendwo habe ich die doch schon gesehen. Da. Strommasten Mark 2. Brauche ich auch nur ein bisschen Turbodraht für. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Jetzt müsste ich da noch 5 Minuten warten. Hm. Habe ich auch nicht so richtig Lust drauf, ne? Zack. Ansonsten ist ja aber mein schönes System so kaputt. Das ist doch auch scheiße. Dann kriegt der halt aus der Decke Strom. Das ist mir jetzt einfach mal egal. So, du lieferst nach. Du kommst von da. Und du von hier. Und du von da. So. Schön. Kupfer läuft also komplett. Draht meine ich. Jo, das ist auch, dürfte auch relativ schnell voll sein. Der Scheiß produziert so schnell, das ist unglaublich. So, habt ihr schon alle Strom? Ihr habt noch nicht Strom. Wie voll seid ihr denn? Du bist voll und du bist voll. Und ihr seid wahrscheinlich auch schon wieder voll. Naja, fast. Boah, es ist ja. Timingstechnisch ist das heute echt geil. Ja, perfekt. Alle voll. Das ist ja der Wahnsinn. Wir können hier jetzt auch die Kabel ran. Ich hoffe, hier läuft ein Dings durch. Ne, hier muss gar kein Dings durchlaufen. Hier muss es lang. So. Dann kriegst du Strom. Und du Strom. Das heißt, unsere Rohre laufen dann auch. Zack. Läuft auch alles durch. Sauber. Das geht alles von hier hinten. Kann hier dann alles schön vollstellen. Läuft sogar gleich rein. Ne. Läuft nur so weit, dass ich es nicht mehr sehe. So, und ihr kriegt dann in der nächsten Folge Strom. Schigi! Schigi, Schigi, Schigi. Ich bin glücklich. Ich bin richtig glücklich. Das hat relativ gut geklappt. Wenn auch einmal mit so einem kleinen Denkpatzer drin, aber naja. Manchmal ist das einfach so. Vor allem bei mir sind die Leute es gewohnt. Autosaving. Das heißt, eine Stunde ist rum. Hey, hey, oder fast rum. Ja, fast rum. Warum fast rum? Weil ich vorher natürlich schon ein bisschen geguckt habe. So, aber die letzten die letzten paar Minuten nutzen wir dann tatsächlich noch, um hier eine Decke drauf zu ziehen. Das gönnen wir uns noch. Dann ist nämlich die Halle fertig und dann bin ich auch ziemlich glücklich. So, und bevor nachher noch irgendwer fragt, warum ich das hier jetzt gemacht habe, das habe ich gemacht, um hier nochmal das gleiche, nochmal eine Sonderlane hier hinzubatschen, damit wir nachher den Dings voll auslasten können. Den nächsten Manufaktor, nämlich den hier. Der uns dann die Motoren herstellen soll. Und der braucht 10 Rotoren pro Minute und wir produzieren jetzt erst 8. Wohingegen wir genug Statoren produzieren und ich damit sehr, 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 sehr glücklich bin.
weiß gar nicht, ob man die Statuen noch für irgendwas anderes braucht. Dann musste ich vielleicht nochmal extra in der Halle eine kleine irgendwo hinstellen, wo ich nur einen so einen Manufaktor dahin baller. Zack, 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 zack. Ach komm schon. Immer das Gleiche. Aber wie gesagt, das will ich jetzt noch fertig haben. Ne, und nehmt's mir nicht übel. Was ist denn das? Warum fehlt da eine Pfand? Was soll denn das? Das ist doch totaler Tinnef. So. Ja, Internet. Keine Angst, Internet ist gleich fertig. Dann kannst du wieder rübsen, wie du willst. Selbst das Kind hat gelernt, wird nicht gerübst, wenn Gäste da sind. Macht das Kind eigentlich lernfähiger als dich? Hm. Ja, ich jetzt schon 31 Jahre, das tue, was ich will. Ja, ist auch wieder recht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Jeanette. Mehr Klarname gibt's hier nicht. Ach ja. Schön. Hä? Hä? So, na komm. Das machen wir fertig. Jetzt hat es echt nochmal am Beton gefehlt. Zack, zack, zack. Fast geschafft. Na, was guckst du? Was ich für einen Quatsch mache? Ich baue wieder meine Fabrik. Hat man da nur eine Fabrik? Kein Kämpfen? Ja. Man baut quasi nur eine Fabrik und kämpft nicht. Guck, da fliegt mein ganzer Zement durch die Gegend. Zack, 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 zack. Und fertig. Steht wieder eine Halle. Fast. Wir sind so. Dafür, dass du ein Let's Play von Barbie machst. Ja. Ja, ich habe jetzt angefangen mit meiner Tochter PC-Spiele zu spielen. Sie hat angefangen mit der Paw Patrol. Und ist dann übergegangen zu Barbie, rettet ihre komischen Hundetierfreunde. Welpen. Und hab mir gedacht, da habe ich keinen Bock mehr drauf und habe jetzt mit ihr angefangen, City Skylines zu spielen. Und baue jetzt Freya Papahausen. Es ist schon sehr schön geworden. Es ist eine Stadt mit konzentrischen Kreisen und Spielplätzen und Freizeitparks und allem, was kleine Mädchen so lieben. Naja, sehr, sehr schön. Aber anderes Thema. Oh, ist eh hier. Anderes Thema. So, wir sind am Ende. Wir sind bei 57 Minuten. Meine Fresse, ich habe es tatsächlich mal geschafft, unter der Zeit zu bleiben und nicht mehr Zeit zu brauchen. Ich bin fast stolz auf mich selbst. Man kann sich das ja alles nochmal schick angucken und dann heißt es auch schon wieder, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, ich habe euch mit meinem komischen Baustil nicht zu sehr aufgeregt. Und ja, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Samstag wieder. Samstag? Ja, ich glaube Samstag. Und ja, Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen und Kommentare sind noch viel wichtiger als alles beides zusammen. Und deswegen dann... Ihr dürft ihn auch mobben. Du musst da reingucken, wenn du da... Also wenn du da gesehen werden willst, musst du da reingucken. Ja, ist mir schon bewusst. Da guckst du... Also das ist kein Spiegel. Und ja, die mobben mich sowieso. Finde ich gut. Alle sind gemein zu mir. Außer meine Tochter. Die spielt gerne mit mir in Freya Papahausen. So, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Werdolzer.